Das wollen wir ja auch. Sp Was haben wir denn hier? Schutz, Harpune, Effizienz, Durchschuss, Atmung, Explosionsschutz. Auf dem Schwert brauchen wir Stärke und Schärfe, ne? Und Schwungkraft eigentlich. Schärfe 5 habe ich hier. Schärfe 5 ist besser. Glück des Meeres, Effizienz, Schutz, Harpune, Flamme. Weil da mache ich mir auch eben Dia-Schwert. Was soll denn der Geiz? Zäune, da. Jetzt haben wir ein paar viele gemacht, egal. 1, 2, 3, 4 haben wir unsere Workbench. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Ofen. Braucht man einen Ofen? Ja, doch, zum Einschmelzen von den Goldsachen dann, wie die tropfen lassen. Und wir brauchen, nehmen wir eins der Kohle mit. Und ja, und dafür halt, dann nehme ich das gleich mit. Ich wollte aber gucken, dass ich Schwungkraft noch unten habe. Bei meinen geangelten Büchern. Ich wollte direkt ein, ich wollte gerade sagen, Laserschwert machen können, direkt ein Diamantschwert machen können. Inklusive Verzauberungen, Schwungkraft, Stärke und Schärfe. Und hoffen, dass die Level dafür ausreichen. Ansonsten handeln wir schnell mit den Villagern. Stärke nur drin. Habe ich alle anderen Bücher weggeschmissen? Ganz viele Angeln. Das sind ganz viele Bögen. Okay. Dann bei Zeit, wenn wir wenn wir mal wieder angeln müssen oder so, werden wir bestimmt ein Büchlein finden. Aber trotzdem auch noch mal Bruchsteine mit. Wir noch das Sack Bruchsteine mitnehmen. Wir hatten jetzt keine Stickies mehr, ne? Nein. Einen für das Diamantschwert. So. Noch Amboss, Diamantschwert, Stärke. Okay, du kriegst auf dem Diamantschwert keine Stärke drauf. Ah, so. Wieso kriege ich denn auf einem Diamantschwert keine Stärke drauf? Das ist jetzt doof. Okay, keine Stärke. Ah, haben wir doch Schärfe. Schärfe 3, ist doch okay. Da ist Schärfe für. Nee, wir brauchen Schwungkraft. Schwungkraft war das. Okay, weil wir haben Schärfe ja drauf. Wir brauchen Schwungkraft. Was ist denn Entladung? Stärke geht nicht. Durchschuss geht nicht. Nemesis des Gliederfüßers. Aha, braucht man nicht drauf. Harpune braucht man nicht. Schutz braucht man nicht. Da auch Schutz. Kann mir einer der Villager hier weiterhelfen? Nicht du.
War es kein Buch zum Du handelst mit Glück. Du handelst mit Haltbarkeit. Ah, Haltbarkeit können wir noch drauf tun. 16 und ein Buch. Was haben wir hier? Schutz, Schutz, Stärke. So, haben wir zweimal Haltbarkeit. So, hier war keiner mehr, doch hier noch. Der hat Reparatur, das geht auf ein Schwert nicht. Gehen wir mal zum Verzauberungstisch. Noch Lapislazuli mit rein. Und gucken wir mal, was wir bekommen. Hallo. Schwert und Lapislazuli. Geht nicht? Warum geht das denn nicht? Okay, ein Buch. Was haben wir denn? Schutz, Effizienz, schusssicher. So, hier nochmal Verbrennung, Effizienz, Schutz. Aha. Verbrennung, Durchschuss, Durchschuss, ja toll. Letztes Buch. Bann, Effizienz, Effizienz. Ah, geil. Warum habe ich hier eigentlich nur Einser-Dinger? Das ist so beschissen. Okay, das bringt gar nichts. Die wollte ich da wieder reintun und den Lapsli. So. Oh, da habe ich was eingesammelt. Danke dir. Danke dir für die EPs. Sag ja, das ist sehr schwer, so ein Schwert richtig zu verzaubern. So, nein, Haltbarkeit und Haltbarkeit. Haben wir Haltbarkeit 2, Schwert und Buch. Haltbarkeit 2, sehr schön. Dann haben wir da unsere EPs. So, Effizienz, Effizienz. Stärke bannen. Aber eigentlich die beiden Effizienzbücher auch noch zusammenschmeißen, ne? Ja. So, wir haben unsere Werkbank, wir haben unseren Ofen zur Not, wir haben die Kohle. Legen wir jetzt mal da rein. Wir haben noch Fackeln. Wir haben Zaun. Das Holz können wir wegtun. Wir haben Zauntor. Wir haben unser Schwert. Wir haben Goldklumpen, die wir zu Gold machen können. Das kann ich jetzt alles mitnehmen. Haben wir auch noch Leuchtsteinstaub. Das nehmen wir mal mit. Die Klumpen nehmen wir mit. Das Rohgold nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, wieder ab in den Nether. Aber ich glaube, der Zaun reicht null aus für das, was ich vorhab. Eben habe ich noch gemeckert, zu viel Zaun gemacht, aber jetzt würde ich eher sagen, es reicht nicht aus. Es wird auch immer noch nicht ausreichen. So, mehr Zaun. Die Kiste. Damit. Damit weg. So. Ja. So,
So, hier oben würde ich jetzt gleich nochmal pennen gehen. Ich würde aber gerade mal schnell auf Toilette huschen. Deswegen geht es dann jetzt gleich nach der Pause auf jeden Fall weiter. Dann geht es in den Nether wieder rein. Dann bauen wir uns den Nether nochmal schön aus, so wie wir es brauchen, dass uns keiner erwischen kann. Dann sag ich mal, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe natürlich, als ich in Pause gegangen bin, vergessen, auch hier im Spiel auf Pause zu machen. Deswegen war es gerade eben tief in der Nacht schon. Läuft also total. Bisschen hin und her schieben. Klar, es leckt, 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 leckt. Warum leckt das denn jetzt so hier? Warum leckt das hier drin so? Jetzt auf einmal. So, lassen wir es ganz langsam erstmal aufbauen hier. So. Genau. Mit die wenigste Materialverschwendung mache ich hier den Zaun so hin. Wir haben ja auch wieder Meter Blöcke im Inventar, war eigentlich auch nicht haben wollen. Ich würde nämlich sagen, hier mache ich ein Tor hin. Kommen wir nämlich noch ganz sanft darunter. Und hier machen wir das dann so hin. Ah, nicht nur so. Dann sind wir hier bis auf bei dem Tor. Ja, bis auf bei dem Tor. Geschützt. Ich weiß jetzt. Ah doch. Oder ist das noch der von vorhin? Ich glaube, das ist noch der von vorhin, ne? Nach hier wollen wir ja auch gehen. Deswegen baue ich dann den Zaun hier so dran. Das Tor aber hier irgendwo hin. Ah, wir haben keine Kiste mitgenommen. Seht ihr? Keine Kiste mitgenommen. Schlimm. Wir sind ganz schlimme Finger, sind wir. Kann es nämlich, falls hier außen einer spawnen sollte, eigentlich soweit nichts mehr passieren, eigentlich. Jetzt die Frage, ob das als Spawn schon reicht. Ich pflanze mal unsere Crafting Tables hier hin. Ich habe nicht genug Holz, um uns noch mal Ding hin zu basteln. Ja, jetzt muss ich überlegen, was wollte ich da noch mal hinbauen jetzt? Nein, kein Zaun. Kisten. Ich wollte zwei Kisten. Zwei Kisten mitnehmen. Nein, hier war eine
Kisten nicht. Hier war eine Kiste. Einfach eine Doppelkiste nach hinstellen. So, Zaun kann ich erstmal wegtun. Ich nach hier oben. Sehr schön. Genau, die Bruchsteine behalte ich erstmal, weil wir ja noch da hinten die Plattform ein bisschen bauen müssen, damit wir an den Glowstone rankommen, den wir so dringend brauchen. Und ich brauche auf jeden Fall noch Netherquarz. Ich hoffe, es ruckelt jetzt nicht zu stark. Sogar so stark am Ruckeln, dass der meine Bewegung gar nicht mehr nimmt. Nicht abstürzen, nicht abstürzen, nicht abstürzen. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ja. Keine Rückmeldung. Ich drücke mal kurz den Pausenknopf. Sehen wir uns wieder, wenn das wieder ganz funktioniert. So, dann auch wieder back. Ich habe dem Ganzen jetzt mal 6 GB zugewiesen. Sollte hoffentlich jetzt im Wirkungsgrad perfekt sein. Weil vorher waren nur 2 GB zugewiesen, deswegen hat es dann im Nether beim Laden ein wenig viel geleckt. Ist aber jetzt abgestellt. Sollte jetzt binär ganz normal funktionieren. So, genau, ich will nämlich hier an den kompletten Glowstone ran. Deswegen baue ich jetzt hier einmal so wie so eine Brücke auf. Damit hier nichts runterfällt. Und wenn der Gast kommt, haben wir ja unser Diamantenschwert. So, eigentlich muss ich noch. Ich muss sogar noch hier rüber. Ich muss 2 rüber noch. Und noch einen da lang. Ja, so natürlich nicht. Ich da nämlich genau drunter. Ich muss sogar noch weiter lang. So. Schön immer geduckt, weil wir wollen ja nicht runterfallen. Ja komm, setz ihn doch. Ja. So, und noch ein rüber. Jetzt machen wir die erstmal alle kaputt. So weit wie wir drankommen. Und dann bauen wir uns mit dem blöden Netherstein, den wir noch haben, bauen wir uns hoch. Und sammeln die ein, die wir nicht erreicht bekommen. Aber deswegen war halt der Steinuntergrund wichtig, weil wir sonst schnell durchfallen. Das wollen wir ja auch nicht. Das hätte ich nämlich auch anderen Steinen als Untergrund genommen. Aber nein. Der Glowstone ist echt hell. Aber er wird meinen Anforderungen gerecht, wie ich den brauche. Da komme ich nicht dran, da komme ich noch dran. Ja, da fällt nichts runter. Nein, ist da Glossern runtergefallen? Ja, da ist Glossern runtergefallen. Okay. Das ist doof. Das ist doof.